Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Watch Dogs. Wir haben gerade eben diesen wunderschönen C2S-Dummy, gar nicht riesig und auch gar nicht irgendwie übertrieben monströs. Man kann auch gar nicht irgendwie viele Sachen machen. Wir müssen allerdings jetzt in die Bar gehen von Ajit und cruisen da mal schnell runter, würde ich sagen. So, oh, mega Jump, der gar nicht so mega ist, sondern einfach nur ein Jump. Halt, ich kann die doch hier nicht einfach so drüber fahren lassen. Müssen wir wieder runterlassen. So. Wir haben, ja, wie gesagt, gerade eben den wunderschönen CityOS vom Gag, wo ich auch gar nicht irgendwie lange dafür gebraucht habe, bis ich herausgefunden habe, wie man den jetzt richtig hackt. Ging eigentlich echt ratzfatz. Nicht. Also von dem her, alles eigentlich easy. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in der 31. Doch, ich würde sagen 31. Folge. Seht ihr dann am Titel, sehe ich dann selber. Ich habe es nämlich gerade nicht im Kopf, gerade eine längere Session. Park mal kurz unser Bicycle. So. Wir können doch bestimmt auch hinten rein. Natürlich nicht. Was auch sonst. Hinten natürlich alles abgeschlossen. Die vertrauen hier niemanden. Und holy fuck, hier ist Putins Bär. Eiskalt. Da drüben stehen noch irgendwelche neuen Motorräder. Nope. Sehen leider alle gleich aus. Schade. Hier vorne rein. Sprechender Elch. Hey Ladies, Zeit für ein Upgrade. Ich laufe auch mit Batterien, wenn ihr versteht, was ich meine. Alter, war der flach. Gibt's da mehr davon von diesen Witzen? Sehen wir uns gleich. Aber war es wie so ein E-Steck? E-Stop. Was ist der Unterschied zwischen einem Elch und einer Ska-Band? Der Elch hat die Hörner vorne und das Arschloch ist. Ein Spielzeug, was kann das? Ach so, ja. So. Hat doch gar nicht die Atmosphäre zerstört. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Da ist auch schon der Titel. Was trinken Sie? Shots. Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Ah, oh, jetzt hat er also getrunken. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Ich verarsch dich, alter Mann. Bist nicht sehr gesellig. Na, nicht ganz. Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht, Alter. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmer dich nicht um den Wert. Der ist okay. Tief im Inneren. Oh, das ist ganz aber auch cool. Tief im Inneren. Ah, und das Dovi. Wie jetzt? Oh. Wow, Alter, ist das schwer. Hast du gedacht, du könntest reinspazieren, als wäre das dein Laden? Alter. Boah. Ganz schön schwer. Okay. Alter, nochmal. Alter, ist das schwer. Mal. Boah. Hörst du das? Wie es brummt? Oh. Alter, nicht nochmal bitte. Oh, fuck it. Meine Maus ist vor allem voll kacke positioniert. Okay, erneut. Stadtmenschen sind Energievampire. Die Scheiße. Sahen nicht aus. Oh. Hui. So, mein Freund, du bist auch dran, ha? Schaff noch einen. Oh, nee, er schafft ja echt noch einen. Boah, oh, aber
das geht schon ja heftiger zu, ein bisschen wackelig schon. Hä? Oh! Wären sie dir gefolgt, müsste ich dich. Alter, ist das schwer. Schießen. Sei Glück, dass jemand an meinem Visier. Hallo? Oh! Boah! Komm, einer nicht mehr. Einer, jetzt reicht's aber hier. Ach, fuck! Nee, so war's, glaube ich, oder? Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Was soll der Scheiß? Du schuldest dem Mann $100. Oh. Ich hoffe, jetzt kommen keine Short-Events. Wahrscheinlich schon. Hallo, Ray. So verdammt. Wow. Shit. Der kleine Raymond hat's doch noch ganz gut drauf. Handbremse mit Leertaste, da habe ich wahrscheinlich noch nie benutzt. Was will er jetzt da gerade machen? Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann's nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Ja, stimmt allerdings. Das ist ein Problem. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Ein Handel? Ein Angebot ist nie Dublin ernst. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel? Ambiente? Kein Money, schätze ich mal. Wenn diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Sie haben ein biometrisches Profil. Sag das nicht zu mir. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Ja, tust du in die Stadt, mein Freund. Folge mir. Oh, Nies Wohn, jetzt gibt's eine Einführung. Nehme ich an. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Los geht's. Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Custer, ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen Erzähler, Einkommen 64.000. Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago. What the fuck, was ist das? Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt. Alter Roboter. Ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Okay. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hä? Hier, ich zeig's dir. Hat er auch ein Handy?
das gespürt? Wow, rückt die Knochen gerade. Alter. Echt jetzt? Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Der ist auch ein bisschen krank drauf. Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe wirklich... Dammit. Da habe ich natürlich jetzt gerade eben aus Versehen das Spiel beendet. beendet. Minimiert. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ihr habt wahrscheinlich die ganze Zeit schwarze Bildschirm. So. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Alter. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Oh, die ist cool. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Pawnee Gangster Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck... Dein Truck. Na gut. Machen wir mal kurz. Ist ja keine große Aufgabe für unseren kleinen Dach. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Mein Teil des Deals halte ich ein. Okay. Audiolog, was ist das für einer? What the fuck? Creepy. Mal wieder. So, wir sind da zum Glück gleich da. Wo ich auch sagen muss, die Fahrphysik. Sieht aus, als würde ich immer so ein bisschen schweben. Auf dem Boot bin ich. Huch, etwas schneller fahr. Okay. Wir machen das dann mal kurz, gell? So einfach geregelt man das dann nämlich hier. Das sind aber viele. Du machst es mir nicht leicht, T-Bone. Das sehe ich mir genauer an. Haben wir nicht so einen Scan? Doch, klar. Ich hoffe, die bleiben jetzt auch dauerhaft aufgedeckt. Ah, doch, dauerhaft. Sehr gut. Das ist ja nicht echt richtig praktisch. Können wir auch von oben so einen Takedown machen? Boah, doch nicht so gut, habe ich gehört. Oh! Fick, fick, fuck, fuck. Wenn mich jetzt einer sieht, bin ich am Arsch. Aber ich deppen sie mich alle nicht. Das ist mir gerade schön. Doch, sie sieht mich ja. Uff, echt keiner. Ein Sniper, dammit. Oh. Boah, war das knapp. Dich habe ich auch noch bekommen, mein Freund. Den soll ich besorgen. Ohne drauf zu gehen. Ich habe einmal Schall gedämpft. Das haben wir hier was Schall gedämpft. Das? Gar nichts. Toll. Und durchballern ist wahrscheinlich auch keine so gute Idee. Obwohl. Das merkt ja vor allem auch keiner. Kaum einer. Huh.
Okay, geht mal hier hin. Ich muss dich nur kurz einen Moment sehen. Niemand gehört. Den Takedown ich jetzt noch schnell. Bam, in your face. Einen haben wir noch, der macht nichts mehr. Der interessiert sich dafür gar nicht. Hier ist es auch hier. Mach Meldung. Ja, so ein Truck. Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, lol. Ich hab ihn, aber die sind an mir dran. Shit. Solange das Ding nicht kaputt geht, ich glaube alles noch in Ordnung. Fahr in den Reihen, los! Alter, dadurch zu fahren ist doch eigentlich der reine Selbstmord, oder? Komm. Fahr in den Reihen, tu es! Zum Glück kann der nicht so gut fahren wie ich. An meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Bist ein gefährlicher Mann, T-Bone. Wir können ihn haben! Was soll der Scheiß jetzt? Er flieht! Ziel ist zu Fuß! Okay. Er hat eine Knarre! Genug gespielt! Los! So. Da hinten steht noch einer. Wie, jetzt erlebt noch? Echt? Tatsache, komm, komm. So, und jetzt? Ein Truck, der liegt hier. Was soll ich mit dir machen, mein Freund? Kann ich jetzt nur fahren? Nee. Hier liegt aber leider auch nicht zum Aufsammeln, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Mission beendet. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Nochmal Skillpunkt am anderen bekommen. Ja, zwei mit über zwei müssen wir gar nicht erschreien. Das bringt uns leider nichts. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik. Ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Shit. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht. Oh, da gibt es also jemanden, der uns Ärger macht. So, jetzt soll er doch mal wieder Damien anrufen. Irgendwann mal wieder. Und? Oh, wenn das Damien? Okay, ich hab den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die mich. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Mhm. Also, ein Helikopter verfolgen ist jetzt nicht so mein so Nebenhobby. Eigentlich nicht. So, wir erfahren. Wie sieht das denn? Ach, schon, das habe ich schon ausgerechnet. So, eigentlich richtig kacke. Wenigstens ist das hier gleich daneben der Straße. So. Können wir uns gleich mal noch ein neues Auto holen, falls ihr mal eins vorbeifahren sollte. Was ich aber nicht glaube, weil hier fährt irgendwie niemand vorbei. Aber ist auch nicht schlimm. Verbrechen. Wie weit weg? Sag mir gleich, wie weit weg ist dann. Ja, sicher. Mhm. Ja, das ist so weit laufen wir jetzt. Nee.
Ich weiß nicht, ich habe gar nicht meine Waffe. Genau. So. Ah, Musik läuft schon, ja toll. Wenn ich mehr im Auto drin bin. Neues Fahrzeug, ja, das hat mir noch gefehlt, dieses Fahrzeug, deshalb, wow. Lässt sich vor allem auch richtig, richtig gut steuern. Nicht. Und vor allem hänge ich hier gerade. Ja, das hat sich eindeutig gelohnt. Die Jagd auf den sogenannten Rächer Aiden Pierce hat sich intensiviert. Die Polizei von Chicago hat Foto- und Videomaterial von dem Mann veröffentlicht, der die Stadt teilt. Für die einen ein Terrorist, für andere ein Held. Aber die Polizei und das Rathaus sind entschlossen, ihn dingfest zu machen. Okay. Falls Sie ihn erkennen, halten Sie Abstand, unternehmen Sie nichts. Rufen Sie die Polizei. Oh fuck, ich hoffe, das liegt jetzt nicht an unserem Ruf. Aber wir haben ihn ja eigentlich relativ sogar relativ gut verbessert. Den würde ich freischalten. Den würde ich jetzt gern freischalten. Ah komm, wir machen jetzt scheiße auf die Folgenlänge jetzt. Komm. Ich glaube, den haben wir nämlich noch nicht, kann das sein. Alter. Alter, das ist gar nicht mal so langsam. Alter, zieht euch das rein. Der geht eigentlich echt voll auf. Okay, um die Kurve geht er wahrscheinlich nicht so gut. So scheiße fährt er gar nicht. Und ich gucke mal die Beschleunigung an, wenn ich jetzt. Okay, jetzt kann ich Shift durchdrücken. Ach, guck mal. Hier geht es nämlich gleich wieder los mit Verbrechen. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Was macht er denn? Schon besser. Oh, mein Gehirn spielt! Herr im Himmel, geht's dir noch gut? Au! Bam! Schön auf ihn einknüppeln. Sehr gut, so muss es laufen. Kann man hier jemanden hacken? 450 Dollar sind auch nicht zu verachten. Oh, hier kann man auch noch jemanden hacken. Was ist die Überlebenskünstlerin? Was? Und wir sind ganz normale Bürger. Überlebenstrainerin, okay. Na gut, aber ich würde sagen, wir beenden hier mal. Oh, wunderschöner mit Sonnenuntergang. Wir beenden hier mal unsere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.